Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Bewertung eines Spiels. Heute geht's mal um Stronghold Crusader HD. Ja, da gibt's eine gute Hinterstory zu diesem Spiel. Es ist halt so, veröffentlicht wurde es 2002. Es ist halt uralter Spiel, kann ich von vornherein sagen. Äußerst positiv bewertet und ich kann euch jetzt genau erzählen, warum. Ich habe das Spiel damals mit einem Kumpel gespielt, ein Real-Life-Freund, also den ich seit dem Kindergarten kenne, habe ich das gespielt. Es war halt so, man kann halt da Burgen bauen, ne? Man sieht es hier auf den Bildern, ne? Hier ist so eine Burg, die man halt bauen kann, ne? Und mein Kumpel, der war halt so, der hat eine Burg gebaut, da war dann hier so eine Mauer, hier, wenn ihr das seht, meine Maus, und direkt daneben so ein schmaler Grat an Platz, wo du laufen kannst. Der hat halt quasi ein komplettes Labyrinth gebaut, ne? Und ich habe mich immer so gefragt, Alter, wie kann man nur so krass bauen? Ne? Und auf jeden Fall heißt diese Person, ich nenne jetzt nicht seinen Real-Life-Namen, ich nenne seinen In-Game, also sein Gamer-Name, Multi-Mr. Germany, ne? Mit denen habe ich das sehr, sehr gerne gespielt. Ich hoffe, der sieht das Video. Und falls du da echt mal wieder Bock drauf hast, können wir das auf jeden Fall gerne spielen. Ich hätte da wirklich wieder Interesse dran. Von mir aus auch in Einzelmodus, dass jeder sein eigenes Spiel spielt und wir nebenbei quatschen. Das können wir gerne machen. So, oder halt im Multiplayer-Modus. Es gibt da eine Möglichkeit, wie man das im Multiplayer-Modus spielen kann. Ich kann euch jedem nur empfehlen, dieses Spiel mal zu holen. Von der Grafik her, für dieses Spiel, ne, von 2002, auf jeden Fall eine 10 von mir. Auf jeden Fall. Es ist mega nice. Es ist simpel gehalten, das Spiel. Ne? Die Storys, eine 10 von 10. Ne? Weil die Story ist einfach mega nice, aber auch verdammt schwer. Also das ist wirklich schon mal eine Herausforderung für einige YouTuber, die Let's Plays, ne, machen. Ne? Genauso wie ich. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Ist halt ein Einzelspieler, man kann es auch wie gesagt in Coop spielen oder halt online mit anderen Freunden, das ist alles möglich, ne? Ne? Ist alles auf Deutsch, sieht man halt, ne? Oberfläche auf Deutsch, Ton auf Deutsch, Untertitel auf Deutsch, ne? Ist halt alles mega nice gemacht. Falls ihr Interesse dran habt an dem Spiel, kauft es euch, es kostet 7,99 €. Ist ein Schnäppchen, finde ich, persönlich, für so ein gutes Spiel, ne? Man sieht halt hier, ne, was man da für eine Armee produzieren kann, ne? Und halt, ja, generell so, ne? Es ist halt einfach, ja, guckt euch das doch mal an, ey, das ist doch mal eine Burg, ne? Das ist halt schon extrem krass. Also, falls ihr daran Interesse habt, holt euch das Spiel einfach. Schreibt es gerne mal in der Beschreibung, ob ihr es schon mal kennt oder ob ihr es überhaupt schon mal gehört habt, das Spiel. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr mega darüber freuen, falls es einige kennen. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.